Die Düsseldorfer EG verliert 1-2 gegen die Thomas Sabo Ice Tigers nach Penaltyschießen. Die anderen Ergebnisse: Straubing unterliegt München 4-5. Hamburg schlägt Augsburg 2-0. Ingolstadt besiegt Hannover 4-2. Wolfsburg besiegt Iserlohn 1-0. Köln unterliegt Berlin 1-4. Und Mannheim verliert Krefeld mit 6-2. Das Spiel heute haben 4.029 Zuschauer gesehen. Zu meiner linken Gästetrainerbank Arke Gustafsson, zu meiner rechten Christian Brittig. Das Statement des Gästetrainers, bitte. Ja, ist okay. Funktioniert, okay, ja. Gut. Ja, was kann man sagen, ist ein unliches Spiel, das ist nichts wirklich speziell. Ich glaube, hier und hier gegangen und nichts, das Spiel ich gerne habe wollen sehen von meiner Mannschaft, aber wir haben auch viel Arbeit zu machen und wir haben kleine Sachen zu besser machen. Und, aber ja, nach dem Spiel muss man zufrieden sein mit diesen zwei Punkten. Und ja, wir mussten nur weiter arbeiten und unser Niveau zu finden, richtig gutes Niveau zu finden. Und ja, das ist mein Gefühl im Moment. Vielen Dank, Christian Brittig. Ich will meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben unseren Spielplan durchgezogen, 60 Minuten auch nach dem 1-0 Rückstand. Haben im letzten Drittel nicht den Kopf verloren, die Geduld auch gehabt. Defensiv, denke ich, in unseren Verhältnissen sehr gut agiert, dagegen gehalten. Hatten dann zum Schluss, denke ich, auch gute Kontermöglichkeiten. Verschossener Penalty in der regulären Zeit. Wäre eine super Möglichkeit gewesen, 3 Punkte heute einzufahren. Aber ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaft. Ich kann sagen, die Mannschaft hat 100% abgeliefert. Dankeschön. Gibt es Fragen bei den Trainer? Dann wünsche ich allen besinnliche Tage. Wir sehen uns wieder am 26. Dezember um 17.45 Uhr gegen die Krefeld Pinguine. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich dann nach dem Sieg gegen Krefeld. Schönen Abend.